Zitat von Chesterton, fünfmal sah es in der Geschichte so aus, als sei die Kirche vor die Hunde gegangen, aber jedes Mal war es der Hund, der starb. Und vielleicht ist es im Augenblick auch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, es ist der Hund, der stirbt und die Kirche lebt weiter. Ja. Lieber Herr Haas, herzlich willkommen an der Hochschule Heiligenkreuz. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Sie waren jetzt für einen Vortrag hier, den Sie gehalten haben an der Hochschule. Danke. Und ich freue mich sehr über unser Gespräch jetzt. Sie sind Chefredakteur der Tagespost. Ihre Geschichte mit der Tagespost geht auch eine ganze Zeit lang zurück. Sie waren schon einmal Chefredakteur, Sie waren Rom-Korrespondent, mehrfach, Sie leben in Rom. Mich würde gleich zu Beginn interessieren, was war bei Ihnen aber zuerst, der Journalismus oder der Katholizismus? Der Journalismus, weil ich angefangen habe als Pressesprecher, übrigens auch einer Universität, der kleinen katholischen Universität in Eichstätt. Gut, das war eine katholische Universität, aber das war ein bisschen Zufall, dass ich dort gelandet bin. Und dann bin ich zur Tagespost gegangen, abgeworben worden vom damaligen Chefredakteur. Was mich interessiert hat, war natürlich der Journalismus, das Schreiben. Die Tagespost ist eine säkulare Zeitung von Katholiken gemacht, also eine katholische. Sie war damals noch eine Tageszeitung, erschien dreimal in der Woche. Aber mit der ganzen Bandbreite Politik, Gesellschaft und Kultur. Und das war das, was mich angezogen hat, also für die Zeitung dann auch auf Reisen zu gehen und interessante Orte und interessante Menschen kennenzulernen. Das Katholische kam dann eigentlich erst etwas später. Tatsächlich, wie kam das denn? Ja, ich bin dann nach 2 Jahren nach Rom gegangen, um eine römische Berichterstattung für die Tagespost aufzubauen. Das war 1988. Und in Rom, muss ich sagen, habe ich mich dann mehr mit katholischen Dingen auseinandergesetzt, also mit der Kirche. Es war damals die große Zeit von Johannes Paul II. Es war auch eine schöne Zeit. Es war die Zeit der deutschen Wiedervereinigung oder der Fall der Mauer. Und in dieser Zeit ist bei mir doch so das Interesse am Glauben und an der katholischen Kirche gewachsen. Ich habe dann damals auch ein Buch geschrieben zu Fragen des Christentums heute, in der Welt von heute. Ja, und dabei ist es dann geblieben. Wobei es ist ein ganz normaler Beruf, man ist Journalist. Es geht nicht darum, beim Journalismus zunächst einmal zu verkünden oder nur zu verkünden. Das kommt dann auch in gewissen Situationen. Aber zunächst einmal wirklich die Informationen bereitzustellen für die Leser, die sie woanders nicht finden. Das ist immer Aufgabe der Tagespost gewesen. Und dann auch entsprechend zu kommentieren und einzuordnen. Wie schaut es denn mit der Unbeeinflusstheit des Journalisten aus, diesen Ethos oder diese Vorstellung, die man ja von einem guten Journalisten hat, wenn man katholischer Journalist ist in einer Tageszeitung, die ja eigentlich auch sich als katholisch versteht? Wie geht man damit um? Sie fragen nach dem Einfluss, nach der Einflussnahme. Mhm, ja. Oder ja. Der Beeinflussung durch den eigenen Glauben, die eigenen Werte. Ja, ich würde sagen, es ist ein Vorteil, wenn man ein gläubiger Mensch ist und den Journalismus betreibt. Man hat, glaube ich, einen stärkeren Blick für die Menschen, mit denen man zu tun hat. Ich finde oft, dass die Kolleginnen und Kollegen, das ist aber vielleicht erst eine Erscheinung so der letzten Zeit, unglaublich hart mit Politikern oder Kirchenleuten umgehen, völlig unbarmherzig, also oft den Menschen nicht sehen. Jeder Mensch hat so seine Schwächen und seine Fehler. Schauen Sie sich zum Beispiel Ihre Berichterstattung jetzt der letzten Tage an über gewisse Verlautbarungen des Vatikans über den Papst und so. Das ist immer, ja, das gleicht sich immer mehr der Berichterstattung über umstrittene Persönlichkeiten an, über Politiker, die keinen großen Erfolg haben und so. Davor ist man bewahrt, wenn man mit einer, wie soll ich sagen, katholischen Sicht an die Dinge herangeht, weil man ja auch in einer Tradition steht, die 2000 Jahre alt ist. Oft sieht es ja so aus, als
würden wir gerade erst anfangen, Politik zu machen oder die gesellschaftlichen Dinge zu regeln. Oder als würde die Kirche anfangen, ihre Vollzüge neu zu entwickeln. Das hat ja alles schon eine Vorgeschichte. Also man hat wirklich einen großen Fundus, man hat große Denker, man hat große Theologen, Heilige im Hintergrund. Und das trägt einen, auch wenn man es nicht immer merkt, doch schon sehr. Ja. Gibt es einen Moment in Ihrer journalistischen Laufbahn, wo Sie das auch konkret gespürt haben? Ja, also es gab natürlich, oder für jeden Journalisten, der sich mit katholischen Dingen befasst, waren schon die Missbrauchsverbrechen in der katholischen Kirche ein großes Thema. Das war schon Anfang des Jahrhunderts, muss man schon sagen, so, also kurz nach 2000, nach der Jahrtausendwende, als ich damals noch mit dem Monsignore Georg Genswein, Angestellter in der Glaubenskongregation damals, über die ersten Fälle gesprochen habe, die vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten bekannt geworden waren, ein Bistum, Boston vor allen Dingen, was dazu geführt hat, dass Rom die ganze Zuständigkeit für die Missbrauchsverbrechen von Klerikern an sich gezogen hat. Und dann war damals so ein bisschen die Stimmung, ja, das ist halt unerklärlich, sowas würde in Deutschland nie passieren oder ist unvorstellbar, dass das auch in Europa diese Ausmaße annehmen könnte. Ja, und dann kamen so die Jahre 2009, 2010, Deutschland, Irland, dann musste Benedikt XVI., der damalige Papst, reagieren, hat er auch getan. Er hat damals diesen Brief geschrieben an die Katholiken in Irland, wo es besonders verheerend war, was diese Skandale angerichtet hatten. Ja, und das ist so ein Punkt, da ist man dann wirklich nicht nur als Journalist herausgefordert, also indem man sagt, ja, wie ist das hier mit der Schuld desjenigen oder wie sind die Verfahren, indem man einfach kalt daran geht und beschreibt, wie die Kirche damit umgeht oder eben nicht damit umgeht. Sondern man stellt sich auch die Fragen, mein Gott, wie kann ein Priester, der am Morgen oder am Mittag die Eucharistie feiert und den Leib Christi in den Händen hält, am Abend einen Knaben vergewaltigen? Ne? Also das sind schon Fragen, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, die gehen dann ins Mark und die muss man dann, die kann man dann nicht mehr als Journalist beantworten, sondern die muss man sich als Mensch beantworten, Gott sei Dank als gläubiger Mensch. Weil ich kenne auch viele, die darüber etwas verzweifelt sind und sich von der Kirche entfernt haben. Wie hat damals die Tagespost darauf reagiert? Ist man vielleicht auch versucht, dann manche Dinge unter den Tisch zu kehren? Also wir haben natürlich selber über die Fälle berichtet. Wir haben dann auch sehr viele Beiträge bekommen von Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, die wir veröffentlicht haben. Also es gab auch Kardinäle, die bei uns geschrieben haben zu dem Thema. Es gab natürlich so Hochphasen, das war gerade das Jahr 2000, aber dann kam auch die Missbrauchsstudie in Deutschland, dann kam der synodale Weg, der ja eigentlich begonnen hat, um diese Missbrauchsverbrechen auszuschließen für die Zukunft. Das haben wir beschrieben, aber wir haben es natürlich auch kommentieren müssen. Und für mich ist dieses ganze schwarze, traurige Kapitel der Kirche Zeichen für einen starken Verlust des Glaubens bei den Amtsträgern oder den Hirten der Kirche, wie man sagt, die einfach in einer Zeit, in der gut der Glauben schwach war, ja, in dem viele andere Dinge allein durch die Medien, durch die sozialen Medien, durch das Internet auf einen eingeströmt sind, nicht die Stärke hatten, gegen diese Anfechtungen anzugehen. Also wie gesagt, es ist ein Thema, das fordert dann einen ganz heraus, das ist völlig klar. Ja, und da bin ich doch froh, dass ich als gläubiger Mensch damit umgehen konnte und nicht zynisch wurde oder sagte, ja, mein Gott, die üblichen Begriffe, die man dann solchen Priestern, für solche Priester gebraucht, die sind ja bekannt, will ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich sagte eben, Ende der 80er Jahre, 90er Jahre, das war eine sehr schöne Zeit. Ja, auch für die Kirche ein gewisser Aufbruch, als die Kirche wieder lernte, mit der westlichen und östlichen
Lunge zu atmen. Ich erinnere mich noch an die Nahost-Synode in Rom, also wo sich wirklich Kirchenführer der verschiedensten Kirchen, also Ostkirchen, zum ersten Mal in Rom sahen und zusammenkamen. Die kannten sich alle vorher nicht. Es war unmöglich gewesen, in der Zeit des Kommunismus Kontakt miteinander aufzunehmen. Das geschah dann auf dieser Synode. War eine schöne Zeit. Aber dann kam halt auch dieser gerade beschriebene Schock, um zu sehen, dass es in der Kirche sehr viel Schmutz gibt. Wir erinnern uns alle an die Ansprache von Josef Ratzinger beim Karfreitag, beim Kreuzweg im Kolosseum, kurz bevor er Papst wurde, wo er vom Schmutz in der Kirche sprach. Und damit muss man dann als katholischer Journalist auch klarkommen, dass es hin und wieder auch über schmutzige Dinge zu berichten, aber dann auch die richtigen Antworten zu geben gilt. Sie haben einmal in einem Artikel geschrieben, dass die nicht die säkulare Gesellschaft die Herausforderung für die Kirche ist, sondern die Kirche für die säkulare Gesellschaft. Und gerade in solchen Momenten, finde ich, offenbart sich ja auch diese Herausforderung, dass trotz dieser Dunkelheit, die man teilweise auch findet, die vorhanden ist, das Göttliche trotzdem auch in der Kirche ist, nicht wahr? Ja, gut. Es ist natürlich von mancher Seite dann auch versucht worden, mit diesem Missbrauchsthema, mit diesem Hammer der Kirche auch zu schaden, ihr zu schädigen. Aber genauso gut hat die Kirche im Inneren neue Kräfte entwickelt. Also ich habe das in dem Vortrag, den Sie eben angesprochen haben, auch dargestellt. Als katholische Zeitung berichten wir immer mehr über Aufbrüche, wenn man das sich genauer anschaut, wo man merkt, dass auf einmal junge Menschen zur Kirche wieder stoßen. Der Anfang waren vielleicht die Weltjugendtage, aber das ist weitergegangen über die Weltjugendtage hinaus. Es gibt diese Aufbrüche. Die jungen Menschen wollen antworten, die wollen gerade antworten und einen Weg in einer Zeit wie der unsrigen, die nicht sehr einfach ist. Wir haben zwei Kriege, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Da entwickelt dann die Kirche wieder ihre alte Schönheit und ihre alte Kraft. Und das ist sehr gut zu sehen. Wie ich also bei diesem Vortrag gesagt habe, Zitat von Chesterton, fünfmal sah es in der Geschichte so aus, als sei die Kirche vor die Hunde gegangen. Aber jedes Mal war es der Hund, der starb. Und vielleicht ist es im Augenblick auch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, es ist der Hund Missbrauch. Der stirbt und die Kirche lebt weiter. Ja. Zum Vortrag, der Vortrag heißt, sind Katholiken konservativ? Fragezeichen. Sie haben in dem Vortrag immer wieder auch erwähnt und gesagt, dass das ein Narrativ ist, dass Katholiken konservativ seien und dass sie dagegen sind. Können Sie vielleicht erklären, was mit dem Narrativ gemeint ist? Ja, man spricht heute von Narrativen, also von Erzählungen. Ne? Jede Seite in einem Konflikt hat ein Narrativ. Ne? Blödes Beispiel, Putin hat das Narrativ, er müsse die Ukraine entnazifizieren, darum hat er sie überfallen. Auf der anderen Seite, die Ukraine haben ein anderes Narrativ. Sie wollen halt die westlichen Ideale leben und sich nicht mehr fremdbestimmen lassen. Ne? Also Narrative sind einfach so, wie soll ich sagen, Erzählschemata, die man immer wieder wiederholt, um ganz bestimmte Vorstellungen bei den Zuhörern zu wechseln. Wenn es um die Konservativen geht oder die Frage, sind Katholiken konservativ, nennen wir es mal anders, nennen wir es mal Schublade. Ja, man hat einen Christen oder einen Gläubigen, der das behauptet oder der dafür eintritt, wofür die Kirche immer eingetreten ist. Schublade konservativ auf. Man tut ihn da rein, Schublade zu, der Fall ist gegessen. Man setzt sich nicht mehr mit dem auseinander, was er denn wirklich zu sagen hat und ob er nicht recht haben könnte. Also das meine ich mit Narrativ. Und dieses Narrativ ist sehr verbreitet. Es ist gerade außerhalb der Kirche üblich, kirchliche Gruppierungen oder Personen in progressiv und konservativ, in Reformer und Reformverweigerer einzuteilen und gar nicht mehr über die Themen selber zu sprechen.
Darum warne ich ein bisschen vor diesem Narrativ oder vor dieser Schublade konservativ, weil das eher dazu dient, sich ganz bestimmten Fragen nicht zu stellen und sich nicht mit ihnen auseinanderzusetzen. Und mit so einem Etikett konservativ kann man eben, ja, man kann sagen, ach, Johannes Paul II., der war konservativ. Also zack, Schublade auf, Johannes Paul II. Rein, Schublade zu, ist gegessen. Aber dass die ganze Fülle seines Lehramtes kann man nicht mit dem Etikett konservativ abtun. Also das meine ich mit narrativ. Und was ist mit liberal? Darf man dann auch nicht mehr sagen, dass Leute liberal sind? Ist auch ein Etikett. Also ich würde zum Beispiel sagen, die Tagespost ist eine liberale Zeitung. Da kann, also wenn es nicht gerade unter die Gürtellinie geht oder völlig idiotisch ist, können unsere Autoren der und der Meinung sein, wir lassen auf unserer Seite für die Leserbriefe, also in der Aussprache, alles Mögliche zu, wenn es nicht beleidigend ist oder wirklich dann ganz verquer. Man nutzt oft liberal dann auch genauso wie den Begriff konservativ, um jemanden irgendwie abzuqualifizieren und sich nicht mit seinen Standpunkten auseinanderzusetzen. Und was ist die Lösung? Die Lösung für diesen Schubladisieren? Ich habe nicht die Lösung für die Welt, aber die Lösung für die Tagespost ist wirklich die, dass sie katholisch ist. Ja, und katholisch ist sehr offen, katholisch ist auch sehr traditionsverbunden, aber das Katholische schaut nach vorne, schaut nicht zurück. Und das Katholische hat, auch oft unter Schmerzen, immer Antworten auf die Fragen, die heute auf den Nägeln brennen. Wie wichtig ist die öffentliche Meinung eigentlich generell, der öffentliche Diskurs? Müssen wir uns davor fürchten? Nein, überhaupt nicht. Also wir sollten ihn eher suchen, ne? Weil allein schon durch die Art und Weise, wie man heute kommuniziert, über die sozialen Medien, über die verschiedenen Foren und so, also ich stelle sehr stark eine Verminderung dieser Gesprächskultur statt, die es eigentlich in modernen, aufgeklärten Gesellschaften immer gegeben hat. Und die Kirche ist diskursfähig. Die Kirche hat ein vernünftiges Menschenbild. Die Kirche hat eine vernünftige Soziallehre. Die Kirche hat vernünftige Prinzipien zur Befriedung von Gesellschaften. Das hat sie immer wieder bewiesen. Also Katholiken sollten den Diskurs suchen, auch um sich ein bisschen zu trainieren. Denn wir haben Antworten und brauchen die Öffentlichkeit oder die öffentliche Auseinandersetzung darüber nicht zu fürchten. Und für Sie als Chefredakteur einer ja, für viele Katholiken sehr wichtigen Zeitung im deutschsprachigen Raum, bedeutet das wahrscheinlich auch recht viel Verantwortung, gerade hier in einer Welt, wo sehr viel von der öffentlichen Meinung, eben von den Medien geprägt wird. Wie gehen Sie damit um, mit dieser Verantwortung? Also glauben Sie, dass die Antwort in einem katholischen Journalismus liegt, aber das würde ich ablehnen, in einem guten Journalismus. Also das hat übrigens auch unser Gründungsherausgeber vor 75 Jahren, Johann Wilhelm Naumann, geschrieben, so gerade zu den Anfängen der Tagespost. Er schrieb, es gibt keinen katholischen Journalismus, es gibt ja auch kein katholisches Brot. Es gibt gutes Brot und schlechtes Brot. Es gibt guten Journalismus und schlechten Journalismus. Und wir Katholiken müssen einen guten Journalismus betreiben. Was macht einen guten Journalisten aus? Oder was macht die Berufung des Journalisten aus? Beobachtungsgabe, die Fähigkeit, die Dinge so zu beschreiben, wie sie wirklich sind. Also mit einem realistischen Blick an die Dinge heranzugehen und sich nicht den Blick verstellen zu lassen durch ideologische Prägungen, die nichts mit den Dingen zu tun hat, die man halt gerade beschreiben muss. Ja, der Gründer der Zeitung, Naumann, hat auch mal gesagt, das hatten Sie, glaube ich, in dem Vortrag erwähnt, dass die Wahrheit die Sensation ist. Sie sind ja ein sehr erprobter Journalist, seit mindestens 30 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall in dem Beruf. Ist man dann nicht nach einiger Zeit abgebrüht? Ist da überhaupt noch irgendetwas sensationell an dem, was man so sieht? Ja, also für mich oder für alle eigentlich, für die alle die Kolleginnen und Kollegen, das Wichtige ist herauszubekommen,
was ist also die Wahrheit? Ich sehe das also jetzt noch nicht mal metaphysisch oder religiös betrachtet, sondern in einem ganz bestimmten, komplizierten Sachverhalt, das an den Kern der Dinge heranzukommen, wie sie sich wirklich ereignet haben. Ein Beispiel, wir hatten eine fürchterliche Aufregung im Pontifikat von Benedikt XVI. Über die Aufhebung der Exkommunikation der Lefebvre-Bischöfe. Da wurde sehr viel mit diesen Narrativen, mit diesen Schubladen gearbeitet, weil eben auch so ein Holocaust-Leugner unter diesen Bischöfen waren. Und da konnte man alle möglichen Dinge hören. Und natürlich war da etwas schiefgegangen. Und wir waren stolz als Zeitung, als wir herausbekommen haben, was denn da schiefgelaufen ist in der Kommunikation dessen, was damals passiert ist. Das war ja ein ganz ein unspektakulärer Vorgang. Man wird nicht exkommuniziert, damit man in die Hölle fährt, sondern man wird exkommuniziert, damit man umkehrt und dann wieder in die Kirche aufgenommen werden kann. Und das war halt so ein Akt des Papstes, der halt eine Versöhnung wollte. Aber es ist völlig falsch damals kommuniziert worden vom Vatikan. Die haben vorausgesetzt, dass die Leute das verstehen würden. Und da, wer waren denn diejenigen, die da Mist gebaut haben, sage ich mal auf Deutsch? Das rauszukriegen, einfach, ja, jetzt nicht die allerletzten Wahrheiten zu erklären, sondern in diesem einen Fall mal einen Spott drauf zu werfen und dann sagen, hier, so ist es gelaufen. Das ist die Nachricht oder die Sensation, wie Naumann sagte, und nicht das, was man sich da irgendwie selber zusammendenkt. Ja. Was weckt heute noch in Ihnen Neugierde und den Wunsch, tiefer der Sache nachzugehen? Gibt es bestimmte eigentlich Themen? Eigentlich alles, was ich nicht verstehe. Obwohl ich sagen muss, eingestehen, dass ich heute mehr Dinge nicht mehr verstehe, als das vielleicht noch früher der Fall war. Die Welt war früher einfacher, heute ist sie nicht mehr so einfach. Ein Beispiel, wir haben es im Nahen Osten mit einem Krieg zu tun, wo der Hass eine unglaublich große Rolle spielt. Also der wirkliche Wunsch, den anderen zu vernichten. Ja? Diese islamistischen Terrororganisationen, die wollen keinen Kompromiss mit den Israelis finden oder mit den Juden, sondern sie wollen einfach, dass die aufhören zu existieren, dass es die nicht mehr gibt. Sie wollen sie vernichten. Das ist sehr schwer zu verstehen. Also das ist eine große Herausforderung und für den anderen Krieg in der Ukraine gilt etwas Ähnliches. Vernünftige Menschen würden sich an einen Tisch setzen und reden. Und wir leben, dass wir das jetzt im 21. Jahrhundert, nachdem wir so schreckliche Erfahrungen gesammelt haben mit menschlichen und kriegerischen Auseinandersetzungen, dass sich das jetzt wiederholt, ist schwer zu verstehen. Ist für mich vielleicht so die schwierigste Zeit als Journalist jetzt gerade, weil früher waren die Dinge so mit dem Kalten Krieg, da waren die Guten und die Bösen, da war alles ziemlich klar. Im Augenblick ist überhaupt nichts mehr klar. Mhm. Und da umso wichtiger, dass man eben ein guter Journalist ist. Was würden Sie denn einem jungen, angehenden Journalisten gerade jetzt in dieser Zeit raten, wie er eben zu diesem guten Journalisten wird? Ja, ich würde ihm nichts Besonderes raten, weil das kann er in jedem Handbuch lesen, wie man recherchiert. Ich würde ihm nach wie vor, wie immer, empfehlen, egal welchen Weg er im Journalismus geht, Print, digital, online, Fernsehen, viel lesen, sich einen weiten Horizont anlesen, auch Klassiker lesen, zurückgehen in die Vergangenheit, lesen, damit man nur ja wegkommt von den Stereotypen, die so heute in den Medien vorherrschend sind. Als letzte Frage würde mich noch interessieren, haben Sie ein persönliches Vorbild, einen Heiligen, einen Papst, einen Journalisten, eine Person aus Ihrem persönlichen Umfeld, die Sie sehr geprägt hat? Also ich bin natürlich selber von meinem Alter her oder von der Generation her sehr geprägt worden von dem polnischen Papst, von Johannes Paul II., muss ich schon sagen. Weil das war so, so eine Gestalt, so wie Mose, ja, die so die Fähigkeit hatten, gerade so jüngere Menschen herauszuführen. Ne? Ihnen auch, wenn man dann an seinen
apostolisches Schreiben denkt, zum Beginn des dritten Jahrtausends, also nach dem Millennium. Ein großartiges Programm, muss man immer wieder lesen. Ne? Ja, aber ansonsten würde ich sagen, beschränke ich mich, was meine Vorbilder oder so, meine Stützen angeht, doch die Gestalten, die mir das Evangelium und die Tradition der Kirche nahelegt. Danke für dieses schöne Schlusswort. Danke auch für Ihren Besuch. Danke für das Gespräch mit Ihnen. Und alles Gute auch für die Tagespost. Sehr gut. Vielen Dank. Ich habe zu danken. War ein sehr schöner Aufenthalt bei Ihnen. Wiederhören.